nicht ans Limit geht. An gewissen Tagen ist es ein Beruf wie jeder andere. Sponsorentermine, an Pressetermine, an Shootings und so weiter und so fort. Wir haben lange gewartet, Die Jungs sind müde. Stefan und Björn. Die, die immer lächeln. Die eine Wintersaison voller knackiger Abfahrten aussehen lassen wie eine Reise über einen Berg aus Zuckerwatte. Süß und flauschig. Das muss doch sein wie ein wahr gewordener Traum. Ein Leben aus süßem Pulver, wie er von den Bretterkanten fliegt und den echten Alltag so einfach aussehen lässt. Aber irgendwann kommt nach jeder Zuckerwatte ein bisschen Zahnweh. Wenn am Ende der Saison nicht nur der Schnee schmilzt, sondern auch die Nerven. Wenn die unbiegsame Sportlerseele nach Ruhe schreit. Müde sind sie. Verschluckt von einem Loch aus innerer Erschöpfung und Lustlosigkeit. Abgekämpft halt. Und aus der Spur gefallen. Was soll man machen? Aufstehen? Im Kreis drehen? Rausgehen, suchen, finden, wie nur, wie auch immer. Sind so Momente, wo man sich selbst nicht leiden kann oder wo man so diesen Sinn sucht und wo man den auch nicht zwangsläufig findet.
Momente, wo man auch dann irgendwann lieber allein ist, beziehungsweise auch keinen treffen mag, ja, weil man ja dann nicht wirklich eine nette Person ist. Das bringt mir ja nichts, wenn ich dort sein, mich und Scheiß und die ganzen anderen Leute um mich herum und Krantl, oder? Dadurch wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Gelingt nicht immer, aber ab und zu gelingt es schon. Freeriden hat man die Chance, dass man macht, was man machen will. Aber dementsprechend ist auch oft ein bisschen so eine verlorene Position, die man da einnimmt, weil es gibt dann Zeiten, da wird man nicht geführt. Da muss man sich selber die Ziele setzen und sie durchschlagen. Und dann im Winter geht es dann eh wieder hin. Aber dazwischen hat man schon Phasen, wo man Selbstvertrauen braucht, dass man diesen Weg weiter beschreitet. Wenn man jetzt so eine schlechte Phase hat, wo man sich nicht wirklich motivieren kann und trotzdem geht und man findet einfach nicht diesen Flow, da spielt ein guter Freund, ein guter Partner eine Riesenrolle, weil man sich dann an den seine Motivation so hochhandeln kann, ja, wie bei so einer Strickleiter. Man trifft selten Menschen, die an so vielen Tagen so motiviert sind und sich über Kleinigkeiten, vor allem beim Skifahren, so freuen können wie Stefan. Der Björn ist sicherlich ein Charakter mit unglaublich positiven, supermenschlichen Zügen. Stefan hat schon fast so eine kindliche Motivation, die dann irgendwann ansteckend ist. Eigentlich das, was viele Erwachsene im Laufe der Jahre verlieren, hat er sich immer noch beibehalten. Und das ist im Grunde sehr strebenswert, würde ich jetzt sagen. Und er denkt auch nicht so viel darüber nach, was andere über ihn denken. Das ist ein komplett Plunzen. Er macht das, was er gern macht, und das macht er gut. Der Björn braucht manchmal einen Tritt in den Hintern, dass er sich bewegt und dass er mitläuft mit mir. Wenn er einmal läuft, dann läuft er brutal gut. Und dann, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir ziemlich stark. Thank you.
Letztes Mal also, bevor der Sommer sich über den Schnee hermacht und die Berge nackt stehen lässt, brechen unsere Jungs noch einmal auf. Gar nicht mehr so müde. Stefan und Björn naschen doch wieder von der süßen Watte, sind leicht im Überzucker. Die Strapazen sind abgehakt, weil sie einfach aufgestanden und rausgegangen sind. Wahrscheinlich darf man gar nicht zu viel grübeln, wie man etwas ändert oder nicht. Mit ein bisschen Ruhe und Geduld kommt einem eh alles zugeflogen. Einfach so, ganz plötzlich und unerwartet. Es bewegt sich wieder alles und ist unterwegs. Auf der Suche nach der Spur, dieser einen Spur. Meine Kuchenspitze beim ersten Versuch war, wo wir zur Wand zugegangen sind, schon mal gleich mal ganz klar, dass das nichts wird, weil einfach der Schnee dermaßen schlecht war. Die ganze Wand war nicht durchgehend Schnee befüllt. Da war schon dann sehr schnell klar, dass das nicht möglich ist, beziehungsweise dass es nicht viel Sinn macht für ein schönes Skifahren. Es wäre schon gegangen zum Runterfahren, aber es wäre nicht schön gewesen. Besser wird es sicher. Das wird nur besser, oder? Das Schlechte wird es nicht. Ja, also dann brauche ich morgen jetzt ein... Die Sache ist eben, wir sind da. Der Hammer ist da. Ja, das ist wurscht. Das Problem ist das, wenn du aufgehst, fährst du sauber. Du. Das ist immer so. Logisch. Ja, und das ist einfach so. Ich habe oft ein bisschen diesen positiveren Zugang zu den Projekten. Und bin eher so eingestellt, probieren wir es einmal, soweit es sicher ist. Umdrehen können wir weiter oben immer noch. Der Björn ist da oft gesund realistischer und sieht im Vorhinein schon schwarz oft bei gewissen Projekten. Was auch gut ist, das sind wir zwei gute Pole, die da zusammenspielen. Wir streiten aber nie um die Entscheidungen. Die Entscheidungen sind immer glasklar und werden da durchgezogen und da gibt es einfach nichts, da geht nichts drüber. Thank you.
Wenn man es mit Scheitern bezeichnet, dann wäre es für mich, wenn man trotzdem weitergeht und dann passiert was. Das ist Scheitern. Das andere ist nicht Scheitern, sondern ist ein wohlüberlegter Entschluss, oder, der gereift ist, der dann auch getroffen wurde. Ja, wir sind schon oft umgedreht und wir haben schon oft extreme Strapazen auf uns genommen. Wir haben viel Material am Berg raufgetragen und ein Projekt geplant. Und dann haben wir umdrehen müssen, weil es nicht gut genug war, weil es nicht sicher genug war. Und das zehrt schon an der Psyche, wenn man alles wieder runterschleppt und man muss einen zweiten Anlauf wagen oder einen dritten. Oder man weiß vielleicht gar nicht, ob es noch einmal funktioniert in dieser Saison. Man ist da quasi die ganze Aufstieg über und auch die Abfahrt sehr angespannt, weil man ja weiß, in gewissen Bereichen eben erlaubt es keine Fehler. Weil man in so einem Hang mit der Steilheit bei Fehlern nicht stehen bleibt, sondern man kommt ins Rutschen, ins Rollen und dann geht es dahin. Also ist quasi von der Früh weg sehr angespannt. Da wird ein wenig gesprochen, da wird einfach funktioniert, als dass man jetzt einen großen Schmäh macht und groß gaukelt. Die Traverse hat unterhalb von der Schneezunge 150 Höhenmeter Felswand und ein Sturz da oben würde fatal enden. Ebenso eine Lawine da oben. Da hast du keine Chance, dass du da fangst und von daher muss es hundertprozentig passen.
merkt man immer, wenn man unten ist bei so einer großen Linie, es fällt einfach die Spannung ab. Dann auf einmal wird viel geredet und es brodelt aus einer raus, wie lässig es war und der Schwung und da der Abseiler und der Stein und keine Ahnung. Man lässt dann instinktiv alles nochmal ganz schnell Revue passieren in diesen kurzen Momenten, wo es noch aktuell ist, wo man noch sich an Sachen erinnern kann. Der Traum ist nicht Wirklichkeit. Sehnsucht jedoch ist dieses Verlangen nach etwas Wirklichem, nach etwas Greifbarem, was man erlangen kann und erreichen kann, aber in dem Moment, wo man es fühlt, nicht hat. Tja, Folks, man träumt sich manchmal neben die eigene Spur. Alles verschwimmt. Und man wird zum Jäger, als ob einem etwas fehlen würde. Dabei steht man nur daneben und schaut in eine Zukunft, die ja eh nie da ist. Tja, merkwürdige Jäger des Glücks sind wir. Und undurchschaubar ist die Zeit. Verrückt, oder? Aber egal wie undurchschaubar sie ist, die Spur bleibt. Die uns am Ende zu uns selbst führt. Immer eigentlich. Ist die Zeit nicht undurchschaubar schön?